Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten, liebe Zuschauer. Ab Donnerstag gelten im Landkreis Oberallgäu die Regeln der Inzidenzphase 50 bis 100. Grund dafür ist, dass die 7-Tage-Inzidenz von 50 heute den dritten Tag in Folge überschritten wurde. Ab Donnerstag also gelten unter anderem wieder Einschränkungen im Einzelhandel, in Museen und im Einzelsport. Unsere Themen des Tages heute. Kein Corona-Hotspot. Nordische Ski-WM zieht positive Bilanz. Campingboom im Allgäu. Hält der Ansturm auf die Campingplätze auch 2021 an? Vom Distanz- zum Präsenzunterricht. Takt für Takt kehrt die Musikschule Lindenberg zur Normalität zurück. Und das Wetter. Es bleibt noch eine Zeit lang kalt und verschneit. Der Endlos-Lockdown ist keine Lösung für das Gastgewerbe, nicht für die Unternehmer, nicht für die Beschäftigten. So äußerte sich DEHOGA-Präsident Guido Zöllig heute in einer Pressemeldung. Die Branche braucht jetzt einen konkreten Fahrplan, wann und unter welchen Voraussetzungen die Betriebe wieder öffnen können. Überlebenswichtig ist zudem, dass die zugesagten staatlichen Hilfen bei allen Unternehmen ankommen und da, wo nötig, nachgebessert werden. Mehr zur aktuellen Stimmung im Gastgewerbe jetzt in Corona in Bayern. Impfzentren in ganz Bayern müssen zahlreiche Termine absagen. Grund ist die Aussetzung von AstraZeneca. Für Ministerpräsident Markus Söder sei die Entscheidung verständlich, aber bitter. Er fordert eine schnelle Aufklärung. Für uns ist wichtig zum einen einmal, dass eine klare Aussage getroffen wird, wie geht es mit denkbaren Zweitimpfungen vor. Bislang ist ja die Empfehlung bei AstraZeneca 12 Wochen Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung. Das heißt, es muss dann geklärt werden, wann die weitere AstraZeneca-Lieferung kommen kann. Zweitens ist wichtig, ob eine uneingeschränkte Wiederaufnahme von AstraZeneca möglich ist oder vielleicht Empfehlungen getroffen werden von der EMA nur für bestimmte Bereiche. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am Donnerstag über weitere Schritte entscheiden. Gesundheitsminister Klaus Holleczek wird schon morgen mit Ärzten beraten. Wir haben ja die Impfallianz gebildet zwischen Hausärzten, zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern und der Landesärztekammer, weil wir möglichst schnell eigentlich in die Praxen rein wollen. Das ist tatsächlich ein wichtiges und zentrales Thema. Wie das jetzt gelingt mit AstraZeneca, müssen wir morgen beurteilen. Ziel ist es nach wie vor, zumindest in Teilen, ob es jetzt in der Grenzregion oder in anderen Bereichen ist, zu beginnen. Rund ein Drittel der bayerischen Landkreise liegen heute über einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Dort sind Schulen geschlossen. Nach Ostern könnte sich das ändern. Auch für die Regionen, sagen wir mal, über 100, dass es da eine Perspektive geben kann. Und dazu gehört aber Folgendes. Wir müssen aus den Testangeboten bei den über 100 Tests Pflichten machen. Kultusminister Michael Piazzolle wird ein Konzept erarbeiten. In der letzten Woche sind schon die Tests an die Schulen gegangen. In dieser Woche gehen weitere Tests an die Schulen. Und gerade jetzt in der Zeit vor Ostern soll es auch in den Schulen entsprechend eingeübt werden. Außerdem soll die 4. Klasse unabhängig von der Inzidenz in den Unterricht dürfen. Für den Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband eine Bankrotterklärung. Das bedeutet noch mehr Druck für die Kinder. Die Lage im Gastgewerbe sei dramatisch und die Stimmung verzweifelt, so der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. 68,9% der Unternehmen bangen um ihre Existenz. Wir sind, auch laut RKI, hat es immer wieder bestätigt, kein Infektionsrisiko in unseren Betrieben. Unsere Sicherheits- und Hygienekonzepte funktionieren, sie liegen vor. Und auch das Argument der Mobilitätseinschränkungen greift zu kurz, denn Mobilität findet einerseits wieder statt und andererseits hat man neue Möglichkeiten. Über den Baustein der Schnelltests, mit denen man ins Ausland fahren kann, könnte man sehr wohl auch innerdeutschen Urlaub und Urlaub im sicheren Bayern wieder ermöglichen. Ministerpräsident Söder zeigte sich hingegen wenig optimistisch für Urlaub an Ostern.
Seit 10 Tagen ist die nordische Ski-WM in Oberstdorf vorbei. 3 Jahre Planung und 2 Wochen Durchführung eines besonderen Sportevents sind zu Ende gegangen. Und obwohl es für alle Beteiligten aufgrund der Pandemie nicht ganz einfach war, die Sache durchzuführen, spricht Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz von einer positiven Bilanz. Er ist stolz auf sein Team und alle Helfer, dass sie es geschafft haben, in Zeiten einer Pandemie ein solches Event zu stemmen. Denn ein Hotspot, wie von vielen Seiten vermutet, ist es nicht geworden. Spannend, emotional und gleichzeitig organisatorisch gut durchdacht. So spricht Geschäftsführer Moritz Becker-Schwarz im Nachgang über die WM. Seiner Meinung nach war es eine Chance zu zeigen, dass Oberstdorf ein solches Event auch in einer Pandemie durchführen kann. Dennoch spricht er von einer großen Herausforderung mit vielen Höhen und Tiefen. Ja, tatsächlich war das am Ende wie bei uns allen in der Gesellschaft das Thema Corona und wie gehen wir oder wie können wir bei einer solchen Pandemie eine solche Sportveranstaltung durchführen. Dass eine Sportveranstaltung stattfinden darf mit einem entsprechenden Hygienekonzept, das hatte die Politik schon recht früh in 2020 noch entschieden. Wir wissen aber, dass das auch ein großes Privileg ist, dass diese WM hier durchgeführt werden durfte. Und das haben wir halt auch dementsprechend angenommen und haben deswegen aber auch uns bemüht, auch alle Risiken, aber auch Sorgen und Nöte, die bestanden, hier in der Region dementsprechend mit aufzunehmen. Einige befürchteten, dass durch die WM das Oberallgäu zu einem Corona-Hotspot werden könnte. Wie die Testergebnisse der WM-Mitwirkenden zeigten, war das nicht der Fall. Von 24.000 Tests waren 10 positiv. Zu Beginn der Weltmeisterschaft rechneten die Experten mit rund 600 positiven Fällen. In ganz Deutschland steigen aktuell die Inzidenzzahlen. Muss dabei auch die Sterberate sicherlich auch ein Stück weit beachten, die aktuell nicht so schnell mitsteigt. Nach der WM waren die Inzidenzzahlen hier im Oberallgäu noch runtergegangen. Also wir sehen da keinen Zusammenhang, dass das irgendwo mit der WM zusammenhängt. Also wir kennen auch keinen Fall hier direkt, wo es irgendwie zu einer Infektion durch die WM gekommen ist. Schon als klar war, dass es keine Zuschauer während der Weltmeisterschaft geben wird, liefen die Gespräche über eine Bonus-WM im Jahr 2027. Ob das so kommen wird, steht noch nicht fest. Unwahrscheinlich ist es aber laut Becker-Schwarz nicht. Die Gespräche dazu laufen nämlich weiterhin. In den Allgäuer Alpen sind in den letzten Tagen bis zu 80 cm Neuschnee gefallen. Da herrscht laut dem Lawinenwarndienst Bayern oberhalb von 1600 Metern große Lawinengefahr. Mit anhaltenden Niederschlägen bleibt die Lawinengefahr in den kommenden Tagen hoch. Unternehmungen im alpinen Gelände erfordern große Vorsicht und ein gutes lawinenkundliches Beurteilungsvermögen. Ein wichtiger Hinweis: Skipisten werden momentan nicht überwacht und vor Lawinengefahren gesichert. Wie sich das Wetter entwickelt, erfahren Sie nach der Werbung. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Leiten Sie gezielt Interessenten auf Ihre Website und steigern Sie das Kundeninteresse, die Aufrufe und Ihre Online-Verkäufe mit Google Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Unsere bayerischen Landwirte arbeiten das ganze Jahr für diesen besonderen Moment. Beste Kartoffeln für beste Knödel. Unser Verwöhnrezept für die kommenden Festtage. Höchste Qualität mit Gelinggarantie. Das perfekte Fest mit dem bayerischsten aller Knödel. Burgis Knödel für die ganze Familie. Weil's gut ist. All You Can Read. Kostenlos, informativ, unterhaltsam. Aktuelle Nachrichten, Blaulicht- und Boulevardthemen, Unternehmensnews und vieles mehr. Allin.de. Das Allgäu online. Wir sind Handwerker. Wir suchen nicht nach einem Sinn im Leben. Wir erschaffen ihn. Tag für Tag. Was wir tun, macht uns stolz, geerdet
und erfüllt. Wir machen nicht nur ein Handwerk. Das Handwerk macht uns zu dem, was wir sind. Wir wissen, was wir tun. Und jetzt die Nachrichten vom Dienstag, kurz und kompakt zusammengefasst. Bischof setzt Aufarbeitungskommission ein. Eine unabhängige Kommission soll künftig die Fälle sexuellen Missbrauchs im Bistum Augsburg aufarbeiten. Bischof Bertram Mayer hat dazu im Einvernehmen mit der Staatsregierung 5 Mitglieder berufen. Die Wahrheit wird uns freimachen. Das sind wir den Betroffenen schuldig. Das sind wir aber, glaube ich, auch der Ehrlichkeit halber allen schuldig, die sich um die Wahrhaftigkeit und um die Vertrauenswürdigkeit der Kirche mühen. Des Weiteren soll ein Betroffenenbeirat gebildet werden. 2 der Männer und Frauen, die selbst Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, werden dann auch Mitglieder der Untersuchungskommission sein. ADFC-Umfrage legt Schwachstellen offen. Beim bundesweiten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs belegt die Stadt Kempten einen der letzten Plätze. Die Testergebnisse wurden heute vom ADFC präsentiert. Kempten belegt dabei in der bundesweiten Wertung Platz 98 von 110 in der Wertung für Städte zwischen 50 und 100.000 Einwohnern. Insgesamt 430 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in der Stadt Kempten an der Umfrage teilgenommen und die größtenteils schlecht bewertet. Auch der Kreisvorsitzende des ADFC Kempten-Oberallgäu, Tobias Heilig, zeigt sich unzufrieden. Es ist zum einen so, dass die Stadt ja was tut, aber zu wenig und die Radfahrer das quasi nicht mitbekommen. Man merkt nichts davon. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viel, was für die Radfahrer gemacht wird, oft Kompromisslösungen sind. Da wird mal der Radstreifen ein bisschen schmäler gemacht, als er eigentlich sein sollte. Dann geht es mal zwischendurch hoch auf den Bordstein und wieder runter auf die Straße. Dann hört er auf einmal auf und geht gar nicht mehr weiter. Und so würde man das nie für den Autoverkehr machen. Autospuren werden immer optimal angelegt und der Radfahrer muss mit Kompromissen leben. Der Oberbürgermeister der Stadt Kempten, Thomas Kiechle, reagiert auf die schlechten Testergebnisse und räumt ein: Ich bin sehr unzufrieden damit, das ist ungenügend, wir müssen daran arbeiten, ganz klar. Oberstdorf-Kleinwalsertalbergbahnen beenden Wintersaison. Die Oberstdorf-Kleinwalsertalbergbahnen haben heute bekannt gegeben, dass es bei den Okerbergbahnen diesen Winter keinen Saisonstart mehr geben wird. Über 5 Monate haben sich die Bergbahnen auf die diesjährige Wintersaison vorbereitet. Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit und der mangelnden Aussicht auf Lockerungen seitens der Regierung habe man sich schweren Herzens dazu entschieden, die Wintersaison als beendet zu erklären, heißt es von Seiten der Bergbahnen. Trotz aller Umstände richtet man den Blick in Richtung Zukunft. Konkret sei eine vorzeitige Frühjahrs- und Sommersaison geplant. Genug Schnee für eine erfolgreiche Wintersaison würde es aktuell ja geben. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, sehen Sie jetzt. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler-7-Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht schneit es im gesamten Allgäu. Die Temperaturen liegen knapp unter dem Gefrierpunkt. Auch am Vormittag schneit es weiter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 3 Grad. Am Nachmittag wird der Schnee zu Regen. Die Temperaturen ändern sich kaum. Auch in den Bergen fällt Neuschnee. Auf den Gründen zeigt sich hin und wieder die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen minus 11 Grad auf dem Nebelhorn und minus 2 Grad auf dem Gründen. Bis Freitag schneit es weiter. Am Wochenende gibt es dann eine Schneepause. Hin und wieder zeigt sich auch die Sonne. Zum Wochenende hin sinken die Temperaturen bis auf den Gefrierpunkt. Wahrscheinlich gehört es zu den selteneren Glücksmomenten eines Lehrers, dass es ein Schüler kaum erwarten kann, in den Unterricht zu kommen und ihn dann noch voll gut findet.
Corona macht möglich, könnte man zynisch sagen. Für den 16-jährigen Paul ist der Besuch im Musikunterricht viel mehr als nur das Erlernen eines Instruments. Hier kann er sich ausdrücken und genießt die Ablenkung vom Corona-Alltag. Denn seit dem 1. März ist der Unterricht an Musikschulen wieder in Präsenz möglich, sofern die Inzidenz im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt auch unter 100 liegt. Nach vielen Monaten zu Hause geht es für Paul Wegner endlich wieder in die Musikschule. Ja, servus. Bevor es mit der Stunde losgehen kann, heißt es wie so oft Hände waschen. So, wenn deine Woche gut war, dann beginnen wir mit unserer ganz normalen Einspielübung, Paul. Ja. Okay, kann losgehen. Die letzten Monate haben sich Paul und Musiklehrer Martin nur zum virtuellen Unterricht gesehen. Umso größer ist jetzt die Freude, wieder gemeinsam musizieren zu können. Es ist einfach schön, so eine Verpflichtung zu haben. Man kann wieder irgendwo hingehen und sitzt nicht nur daheim vorm Laptop. Man sieht wieder Menschen real und nicht virtuell. Und ja, es ist ein anderer Druck als daheim. Daheim ist man in seinen eigenen vier Wänden und da, ja, finde ich, ist es nicht so aufregend oder so spannend wie im Live-Unterricht. Okay, probieren wir es nochmal aus. Paul ist jetzt seit fast 2 Jahren an der städtischen Musikschule Lindenberg. Neben Schlagzeug spielt er auch Klavier. Musik ist seine große Leidenschaft. Die möchte er später auch zum Beruf machen und Musik studieren. Deshalb ist der Live-Unterricht auch so wichtig für ihn. Denn wer früh gefördert wird, hat später bessere Chancen. Im Online-Unterricht fehlt einiges. Also es fehlt die Nähe, es fehlt das Gespür für einen Schüler. Manchmal, wenn man 2-3 Mal eine Korrektur möchte von einem Stück, merkt man schon, wie die Schwelle extrem niedrig ist bei der einen Schüler, dass sie schon fast aggressiv werden oder auch verzweifeln. Und das ist einfach per Skype oder per Teams oder Zoom, was man so alles gemacht hat, sehr schwer mitzukriegen, weil einfach so das Gespür fehlt. Außerdem sind die Möglichkeiten im Präsenzunterricht viel größer. Martin kann verschiedene Instrumente nutzen, die den Schülerinnen und Schülern zu Hause nicht zur Verfügung stehen. Das gestaltet den Unterricht spielerischer und abwechslungsreicher. Beim Austausch mit Musikschulleiter Arthur Thronsberg kommt mal wieder auf, dass der Unterricht viel mehr ist als nur das Beibringen eines Instruments. Für Kinder ist so ein Besuch in der Musikschule, der Kontakt mit dem Lehrer, so wichtig in der heutigen Zeit. Weil ich kann jetzt mal ein Beispiel bringen, wie das normalerweise vielleicht bei manchen zu Hause abläuft. Das Kind steht zu spät auf, das bekommt schon Ärger mit den Eltern. Der Schulranzen ist nicht gepackt, die Sportsachen findet das Kind nicht. Dann kommt man in die Schule und dann in der zweiten Stunde kriegt man schon die Mathe 5 oder eine 6 raus. Und wenn man dann Musik macht, ein Instrument spielt, was vielleicht der Lehrer nicht kann. Vielleicht ist das Kind in dem Moment einmal besser wie der Lehrer. Weil das Kind kann Schlagzeug spielen, der Lehrer nicht. Der Lehrer schafft es nicht mit beiden Händen. Dann hat das Kind das Gefühl, ich kann was. Ich kann was, was der Lehrer, der alles kann, nicht kann. Und das gibt dem Kind auch ein Selbstwertgefühl. Dass der Unterricht weiterhin live stattfinden kann, darauf hoffen hier alle. Vor allem Paul, denn das bringt ihn ein Stückchen weiter in Richtung seines Traumstudienplatzes. Mach's gut und fleißig. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Egal, unter freiem Himmel, im Wohnwagen oder beim Glamping, also beim luxuriösen Campen, Camping boomt im Allgäu. Momentan ist es wegen dem erneuten Wintereinbruch zwar recht ruhig auf den Campingplätzen, aber im vergangenen Sommer waren die Campingplätze bis auf den letzten Stellplatz besetzt. Für die Campingplatzbetreiber war das eine wahre Goldgrube. Warum Camping so viele begeistert und ob die Campingplätze auch 2021 wieder mit einem solchen Ansturm rechnen? Johannes Klemp mit den Einzelheiten. Im Moment sind hier auf dem Campingplatz am Badsee in Isny nur ein paar Wohnwagen auf Dauerstellplätzen abgestellt. Vergangenen Sommer sah das ganz anders aus. Denn der Campingplatz von Elsa Wagner war wie die meisten anderen Allgäuer Campingplätze auch nonstop belegt. Gründe für diesen Campingboom
seien vor allem die Reiseeinschränkungen durch die Corona-Pandemie gewesen. Ja, klar, weil eigentlich ist Camping sicher. Zweitens durfte man ja nicht so weit reisen. Und ich denke immer, Freiheit in der Natur zu verbringen, ist doch wunderschön. Elsa Wagner ist sich sicher, dass es auch im kommenden Sommer wieder so einen Ansturm auf die Campingplätze geben wird. Die große Stellplatznachfrage könne sie zwar nicht komplett bedienen. Allerdings profitiert ihr Geschäft trotzdem enorm von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismusbranche. Auf alle Fälle ist es förderlich. Für uns mal auf alle Fälle. Weil wir hatten immer zwischendrin so ein kleines Loch zwischen Pfingstferien und Hauptferien. Gibt's nicht mehr. Der Camping geht auf und der Camping ist voll. Förderlich ist dieser Campingboom auch für die Firma Detlefs aus Isny. Sie produziert Wohnwagen und Wohnmobile und kann damit ebenfalls aus dem Corona-bedingten Rückgang des Auslandstourismus Kapital schlagen. Ja, der Campingboom hat für uns hat uns in eine sehr tolle Situation gebracht. Wir haben sehr viele Aufträge, volle Auftragsbücher und wir kommen im Produzieren fast nicht hinterher. Wir suchen für unterschiedlichste Abteilungen sehr viele zusätzliche Mitarbeiter, um unsere Expansionspläne weiter vorantreiben zu können. Natürlich unsere Vertriebspartner, die sind auch sehr hoffnungsfroh und denken auch, dass dieser Boom so weitergeht. Also insgesamt für unser Unternehmen eine sehr komfortable und sehr schöne Situation. Auch wenn die Nachfrage durch den zweiten Lockdown etwas zurückgegangen ist, versucht die Firma laut Geschäftsführer Alexander Leopold weiterhin zu produzieren, um die Vertriebspartner nach dem Lockdown versorgen zu können. Leopold ist sich sicher, dass das nur ein kurzes Zwischentief ist und dass Camping auch in Zukunft weiter boomen wird. Ich denke schon, dass unsere Urlaubsform auch in den nächsten Jahren sehr attraktiv sein wird. Ich habe es erwähnt, wir sind eine sehr sichere Urlaubsform, auch eine sehr nachhaltige Urlaubsform und eine sehr attraktive. Und unsere derzeitige Nachfrage zeigt es vor allem der jüngeren Kundschaft, dass wir sicherlich auch in den nächsten Monaten noch eine sehr gute Zukunft vor uns haben. Camping habe laut Alexander Leopold schon vor Corona im Trend gelegen. Durch die Pandemie hat sich das nun verstärkt. Vor allem bei jungen Leuten ist Camping aktuell hoch im Kurs. Und wenn es nach Alexander Leopold und Campingplatzbetreiberin Elsa Wagner geht, soll sich das auch so schnell nicht ändern. Nicht nur beim Camping gibt es einen Boom, auch bei den Babys. 3.260 Kinder kamen im vergangenen Jahr in den drei Geburtskliniken des Klinikverbunds Allgäu, also in Immenstadt, Kempten und Mindelheim, zur Welt. Der Trend geht definitiv nach oben und das liegt nicht nur am Corona-Lockdown. Nach der Werbung stelle ich Ihnen Pablo, einen süßen Labrador-Welpen, vor. Er macht eine ganz besondere Ausbildung. Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einen kleinen Snack. Krieg ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe, beim Jet, Michel, zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Und jetzt zweimal neu an der B12 in Isny Schweinebach und Kraftesried. Jetzt gewinnen und regional einkaufen mit dem Geldregen der Allgäuer Zeitung. Täglich warten 75 Geldpakete im Gesamtwert von 75.000 Euro auf Sie. Alle Infos gibt's in Ihrer Allgäuer Zeitung. Egger Technologie ist Ihr professioneller Partner für Trinkwasseraufbereitung aller Art. Natürlich mit Vollservice, Beratung, Planung, Montage und Wartung. Alles aus einer Hand. Mit Technik von Egger wird's Wasser lecker. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de ist Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren, Lebenslauf hochladen und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Oder ohne Registrierung direkt mit einem Klick bewerben. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Was wäre, wenn mein Bad richtig gut aussehen könnte?
wenn es keine Hürden gäbe beim Einstieg und auch nicht bei der Umsetzung. Wenn das Bad nicht nur auf meine Bedürfnisse hört, sondern auch auf seine und auf ihre. Meine Wanne wäre rot, der Boden blau und alles aus pflegeleichten Materialien. Es wäre mein Wohlfühlbad von Viterma. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Wenn ein Mensch vermisst wird, rückt sie aus. Die Hundestaffel des BRK Oberallgäu. Und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Für eine einwandfreie Durchführung des Einsatzes wird nicht nur ein gut geschultes Personal verlangt, auch die Hunde müssen ausgebildet werden. Die sind bei der Hunderettungsstaffel ja quasi die Hauptakteure. Beim BRK Kempten ist gerade Nachwuchs ins Team gekommen. Schon mit seinen 13 Wochen tritt Labrador-Welpe Pablo seine Ausbildung zum Rettungshund an. Zusammen mit Hundeführerin Sophie steht heute sein Training an. Zweimal die Woche muss trainiert werden. Sophie ist hauptberuflich Notfallsanitäterin und bildet jetzt zusammen mit Landesfachdienstleiter Dr. Christoph Thiebel ihren Pablo vom kleinen Welpen zum richtigen Rettungshund aus. Also die Hunde sind alles Eigentum des Hundeführers. Wir sagen immer, wir sind eine Rotkreuzeinheit, wir sind Sanitäter, aber wir sind halt Sanitäter, die ein spezielles Einsatzmittel haben, nämlich einen Hund. Und die anderen Sanitäter, die mit dem großen Auto nach draußen fahren, da steht das Auto beim Roten Kreuz und gehört dem Roten Kreuz und uns gehören die Hunde selber. Das heißt, wir kaufen sie selber, wir müssen sie ernähren, zum Tierarzt bringen. Wir bringen unseren kleinen Rettungswagen quasi selber ein in die Arbeit des Roten Kreuzes. Für Pablo steht erstmal die Flächenausbildung an. Das ist quasi die Grundausbildung für jeden Rettungshund. Dabei geht es darum, einen vermissten Menschen in der Fläche zu finden. Das bringt Christoph Thiebel Pablo natürlich spielerisch bei. Also es liegt daran, dass die Hunde einfach eine ganz fantastische Nase haben. Die riechen viel, viel besser als wir und das machen wir uns ja zunutze, indem die Hunde eben den Menschen im Wald riechen, den wir gar nicht sehen, weil es dunkel ist, geschneit hat, regnet, wie auch immer. Die riechen den eben und das nutzen wir und deswegen sind eigentlich alle Hunde geeignet. Es sei denn, wie gesagt, Couch Potatoes nicht. Je größer und träger der Hund ist, umso länger dauert die Ausbildung. Geeignet ist aber generell jede Hunderasse. Da kommt es dann immer auf die Motivation an. Wie bei uns Menschen natürlich auch. Ja, also das kommt sehr, sehr auf den Hund drauf an. Das ist bei den Hunden wie bei uns Menschen auch. Es gibt einfach so Couch-Potatoes bei denen auch, die mögen das nicht so gerne. Ja? Also wir brauchen schon Hunde, die einen Spieltrieb haben, die sehr, sehr gerne spielen. Und da kommen natürlich fast alle Hunde in Frage. Schwierig wird es immer bei ganz großen, schweren Hunden oder bei ganz, ganz kleinen Hunden. Die kommen halt einfach nicht durch den Wald dann. Auch die Ausbildungsdauer hängt von der Hunderasse ab. Bis zu 3 Jahren kann die Ausbildung dauern. Das kommt aber auch auf den Hundeführer drauf an. Das Zeitmanagement ist nämlich mit die größte Herausforderung. So ein Hund braucht, wir sagen immer, bis zu 5000 Mal, bis er irgendetwas verinnerlicht hat. Und das muss man halt üben und üben und üben und üben. Und das heißt, zweimal die Woche trainieren. Wir haben fast jede Woche einen Einsatz noch dazu. Dann haben wir auch noch so Aktionen wie Erste-Hilfe-Veranstaltungen, Sanitätsdienste, die wir machen. Das heißt, sehr viel Zeit mitbringen. Ein Ausbildungspunkt von Pablos Flächenausbildung ist, dass er seinen eigenen Ausbilder, in dem Fall Sophie, sucht, findet und dann auch seinen Fund zeigt. Also bellt. In dieser Sache macht er sich schon ganz gut, wie man sieht. Also die Hunde haben ja nun kein Bedürfnis, einen hilflosen Menschen zu suchen, sondern die Hunde sind kleine Egoisten, die suchen erstmal einen Spielkameraden. Das heißt also, unsere ganze Ausbildung basiert auf Spielen und die Hunde lernen jetzt heute hier, dass Spielen eine ganz tolle Sache ist, dass Menschen ganz toll sind, dass man mit denen ganz viel Spaß haben kann. Das ist der Sinn und Zweck unseres Trainings heute. Für die kleinen Welpen ist das Training teilweise aber auch ganz schön anstrengend, was bei Pablo nicht immer zu sehen ist. Als Belohnung darf er zum Schluss immer noch mit seinem Kumpel Pepe spielen. Das ist auch ein Hund von Sophie. Das ist für Pablo dann quasi das Training nach dem Training.
Das war's mit den Allgäu-TV-Nachrichten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend. Salita, natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de